Irgendwo werde ich erwischt, ich weiß es nicht. Dann komm doch mit zu mir. Gibt es da Platz für mich? Ja. Gut. Du kannst ja aussuchen, links von mir, rechts von mir ist überall Platz. Okay. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Gears 5 mit Kati. Hi. Die schon wieder ganz eilig vorrennt. Ich bin neugierig. Ich wollte gerade fragen, ob du eigentlich so neugierig bist. Du bist mehr so eine Katzenperson, oder? Hm? Immer überall das Köpfchen reinstecken. Ja. Hatte keiner von denen hier einen Archon-Bogen? Was sind das für komische Soldaten? Na los! Oh. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, hier könnte nur wichtig sein. Ja, aber. Verstanden. Wir haben die Raketenspitze. Aber keine Satelliten. Echo. Ich sehe die anderen. Auf beiden Seiten der Kammer. Auf den Kran. Wir laden sie einen nach dem anderen auf. Gute Idee. Soll ich dir sagen, dass hier eine Longshot liegt? Ja. Aber ich bin voll. Aber das heißt natürlich, dass wir. Wo müssen wir denn hier runterschießen? Da runter, oder? Nee, hä? Von da unten können die uns ja gar nichts antun. Loyalistenbefehle von Major Toli. UR-Kommando. Ja, ja. Vaska. Ein Lieutenant Melich und Captain Tagger. Die Tragweite und Bedeutung unserer Mission sind womöglich viel größer als gedacht. Ich habe Informationen über Unstimmigkeiten und Gewalt innerhalb unserer Truppe in der Region erhalten. Und das inmitten von Meldungen über den Waffenstillstand. Die Sicherheit des Prototyps des Hammers der Morgenröte muss um jeden Preis gewährleistet werden. Ich habe dafür gesorgt, dass sich uns eine handverlesene Brigade aus Verstärkungseinheiten vor Ort anschließt. Auch ich werde in Kürze eintreffen, um zu helfen. Bleiben Sie wachsam. Rechnen Sie wie immer mit dem Schlimmsten. Die Tage sind finster und der Himmel ist verflucht. Major Toli. Eine handverlesene Brigade, ne? In der Brigade sind richtig viele Männer und Frauen. Ja, weiß ich nicht. Ach, da liegt die. Hm. Du hast deine Malcha hier so dekorativ hingelegt. Oh, ja, weil sonst kann ich ja nicht drüber springen. Wo willst du? Ach so, Kann ich über Deckung springen mit der Malcha? So. So, ja, so. Mal weiter? Ja, mach mal. Hey, wir brauchen den Kran näher dran, genau wie den letzten. Ach, der holt die ganze Raketenspitze mit hier rüber. Ah. Na los, hoch damit! Aber ich will vielleicht die Longshot mitnehmen. Ach, scheiß drauf. Du bist doch voll. Welche Plattform als nächstes? Ja. Gib Bescheid. Aber ich hätte ja hier mit draufnehmen können. Mhm. Da gibt's ein Problem, Kumpel. Nein. Ja. Aber hab's gleich. Also unser Freund Paddock hat interessante Gedanken zum Hammer der Morgenröte. Wo fährt er uns denn hin? Was weiß der denn schon? Er wollte ihn selbst abfeuern. Okay. Bringen wir das Ding auf die Raketenspitze. Dahin wollten wir? Ich kann mich nicht daran erinnern, hier hingewollt zu haben. Aber hier gibt's Munition. Ich auch nicht. Und hier gibt's einen Hebel. Den müssen wir dann bestimmt benutzen, oder? Garantiert. Hier hinten ist noch eine Malcha. Ich hab noch eine. Gerade mit. Hier ist noch mehr Munition. Soll ich die Malcha dann hier bei der Munition liegen lassen, oder? Außer du magst sie mitnehmen. Nö, ich hätte ihn nur für dich mitgenommen. Ach so. Ich hab ja noch eine. Hm, weißt du, was ich damit mache? Nee. Ich lade die auf unseren Kran. Ja, ich bin ein Munitionshamster. Nicht nur das. Hä, was denn noch? Eine Schockwachenmaus. Panikmaus. Oh ja, das stimmt, das bin ich auch. Ja.
So mein Schatz, wo hast du denn Munition hingebracht, Jack? Ich wollte die hier haben. Du weißt, ich zieh mal am Hebel. Nein! Wirklich? Ich darf ihn doch dann eben lassen, die wir alles von vorne machen. Aber willst du nicht vorher Schocktürme aufstellen? Nein, ich zieh den Hebel. Vielleicht ja so. Ist jetzt dran gezogen? Da, der Satellit bewegt sich. Bleibt von der Schiene weg, Leute. Schiene? Okay. Oh nein, unsere Munition. Da geht's gut. Oh. Die wird mitgeschleift. Ah, Jack hat sie. Und jetzt? Jetzt hat er sie dahin gelegt. Er steckt fest. Es braucht vielleicht nur einen Tritt. Tritt mal dagegen, ja. Okay. Vielleicht eher einen Schubser. Schubs mal. Ja, und mal ich mit einer Achsel müssen zu zweit. Scheiße, Springer! Oh nein. Auf Springer habe ich ja gerade gar keine Lust, ne? Nein, stopp, zwei Springer! Oh, du hast mich blockiert. Mit deiner langsamen Malcher. Jetzt nicht so nach links rüberziehen dürfen, Papa, ich. Wusste ich doch nicht, ich habe keine Augen hinten. Hab ich gemerkt. Oh, nicht schon wieder. Warte. Welche Plattform als erstes? Ich komme nicht durch, sind alle fertig. Ich wollte noch mal runtergehen und die Longshot holen. Gut, gehen wir. Passt doch. Ja. Natürlich passt es. Super. Ist doch voll. Gibt's ein Problem? Na, bitte. Ja. Nein, aber hab's gleich. Also unser Freund Paddock hat interessante Gedanken zum Hammer der Morgenröte. Was weiß der denn schon? Er wollte ihn selbst abfeuern. So, okay. Du kümmerst dich um den Hebel und so, habe ich gehört. Vielleicht ja so. Und ich spiele Munitionshamster inzwischen. Da, der Satellit bewegt sich. Bleibt von der Schiene weg, Leute. Nö, ist nicht meine Mama. Ja, oder zwei. Kleiner Tritt, willst du mal? Okay. Vielleicht eher einen Schubser. So, Munition ist gehamstert. Hilfe. Ja, ich muss hier aber. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hier kommen halt gleich so Hüpfis runter. Ja, echt? Und ja. Wusste ich nicht. Ich weiß. Und deswegen werde ich hier schon mal was vorbereiten. Eine Überraschung. Dann kann ich nämlich wie Jean Pütz sagen. Nein, wer sagt denn das immer? Violek, oder? Ich habe das schon mal vorbereitet. Oh, ich weiß gar nicht, wer das ist. Alfred Violek. Ja? Okay. Sieht ein bisschen aus wie Gargamel. Kocht aber. Oder hat früher im Fernsehen gekocht. Ja, ich weiß, wie der aussieht und was der gekocht ist doch gut. Hat. Aber komm, ja. Wir schubsen das Gargamel. Ding. Gargamel. Ja, doch, mit der Frisur und so. Scheiße, nur halt in grauen Haaren. Aber, ach, find's nicht. Ich muss nachher mal ein Foto angucken. Oh mein Gott, lauf weg. Du hast meine Deckung gemacht. Oh, der ist mit mir. Ach, du doofes Ding. Was denn? Der ist in meine Richtung mitgelaufen. Ich dachte, die gehen alle zu dir. Du hast einen markiert. Das finde ich sehr löblich. Ja. Ich habe den zweiten markiert. Brandgranate! Ein Hammer gleich, ja. Sehr gut. Oh, da bist du. Ja. Brandgranate! Wie soll man darüber wieder hüpfen? Da kann ich ihn nicht vernünftig grillen. Beschießen, was auch immer. Ich erwische ihn ganz gut. Sehr schön. Ah, lass dich nicht selbst erwischen. Da krieg ich nicht. Lass dich nicht wieder. Erledigt.
Gegner Nummer 2 ist von der Plattform. Unser Satellit sitzt gut auf der Raketenspitze. Einer weniger. Wie viel Munition hast du? Auf die andere Seite. Gut, 35. Dann gib mir mal bitte ein Päckchen ab. Dann bin ich nämlich direkt voll. Ich hab geschossen. Ja, ich hab Brandgranaten geworfen. Ich hab alles gemacht. Wie, du hast alles gemacht? Naja, quasi alleine habe ich die Springer hier. Gut. So wird's klappen. Alles alleine gemacht. Ich ja. Habe mich da nur irgendwo in so ein Eck verkrochen und gar nichts gemacht. Ja, von da wo ich war, das sah so aus. Und nur da wo ich war, sah so aus, als hättest du nichts gemacht. Bla, bla, bla. Warum haben die Springer dann plötzlich gebrannt? Selbstentzündung. Wir müssen rüber zur anderen Plattform. Eine Selbstentzündung. Echt, sind wir schon bereit, zur anderen Plattform zu gehen? Ich dachte, wir machen hier noch Scheiß mit. Ach so, wir laden die wieder in die Raketenspitze ein. Hä, wollen wir dann die Raketenspitze ohne Rakete abschießen oder warum laden wir die da rein? Hm? Oder benutzen wir das Ding nur, um die zu transportieren? Was wollen wir? Aber was? Ich bin nicht mitgekommen. Wir sind ja hier, ne? Um wo diese Peilsender zu holen. Ich meine hier ja. In dieser Anlage. Ach so, okay. Ja, sind wir, um diese Peilsender zu holen oder die Satelliten. Und die haben wir jetzt halt in die Raketenspitze eingeladen. Wie du vielleicht siehst. Ja. In der Raketenspitze sind jetzt so rote Dinger. Mhm. Und ich frage mich, warum. Das ist noch ein rotes Ding, aber ja. Weil wir können die Raketenspitze sowieso nicht abschießen ohne dazugehörige Rakete. Ja. Merkst du? Nein, ich weiß, dass da irgendwas letztes Mal erzählt wurde. Vorletzte Folge, glaube ich, war das. Ja, die Rakete ist weg. Und die Spitze ist auch irgendwo eingelagert. Und jetzt haben wir nicht mehr erinnern, was gesagt wurde. Na gut, wir fahren einfach mal rüber. Kommst du? Ja, ich habe dir hier einen möglichen Scheiß hingelegt. Ich habe 43. Soll ich noch ein Päckchen nehmen? Okay. Wenn du willst, ich kann dir auch von mir abgeben oder so. Das könnte ungemütlich werden. Nimm ruhig noch eins, wenn du magst. Also wir müssen noch ballern, aber wir finden bestimmt noch mehr. Ja, was jetzt? Oh. Scheiße, wir sind jetzt schon ballern. Andere Plattform. Sag das doch. Wir haben hier unten keine Deckung. Was? Bring uns her. Scheiße. Oh, das ist niedriger. Das ist doof. Ja, das gibt sich nicht mit unserem Schild. Ich gebe mein Bestes. Oh, und Jack. Alter, kannst du bitte woanders rumgucken? Schild ist zu Ende, ne? Ja. Guck mal, wir machen einfach noch eins. Achtung, Granat. Ach, oder daneben. Scheiße, Zion. Auf noch eine Bastion. Ach du Scheiße. Oh, Drop. Wir müssen runter von dem Ding. Da ist eine höhere Plattform links. Durchhalten. Warum? Weil ich erwischt wurde. Hör auf zu sterben. Ich mach das auch nicht gern. Gut. Okay, los geht's. Festhalten, das könnte... Oh, unsere eine Mancha ist weg. Beide sind weg. Oh, aber unsere Munition schwimmt auch weg. Nimm die Munition, schnell. Nein. Doch. Guck mal. Ja. Die schwimmt jetzt. Ja, toll. Wir haben hier unten keine Deckung. Da bringt ihr uns halt gar nichts. Ja, aber ich hab auch nicht genug Muni für das Ganze. Oh, Scheiße. Das ist das Gegenteil von höher. Ist mir schon klar. Verstanden. Okay. Dann sind wir einfach in Bewegung. Ich gebe mein Bestes. Scheiße, Zion! Auch noch eine Bastion. Wir müssen runter von dem Ding. Das ist eine
Plattform links. Durchhalten. Bring uns dorthin, jetzt! Oh, das war daneben. Was? Das war daneben! Ich weiß, Mann, das ist wie mit einem Boot parallel einpacken! Erwischt! Super, der Große ist erledigt! Super. Du und Dell geht raus. Ich zieh vom Kran aus das Feuer auf mich. Ja, klar. Fast, sie sind weg. Brandgranaten. Ah, ich, los, achso, ich wollte gerade sagen, ich hab keine mehr. Geht klar. Jack, Schockfalle. Break raus. Kate, Dell, da kommen Drohnen von der anderen Seite. Wo ist die andere Seite? Andere Seite? Ich hab keine Ahnung, wovon er redet. Ja, ja. Wo ist denn hinten? Und weiter hinten kommen noch welche. Achso, ja, das ist egal. Ja, damit haben wir nichts am Hut. Die machen uns hier schon ganz schön fertig, ne? Feind ausgeschaltet. Achtung, Granate! Alles alle? Hey, irgendwo lebt noch einer. Hier oben zum Beispiel. Hilfe, hilf mir. Geh ran, Nahkampf. Hab ich? Ja, genau so. Dankeschön. Das war super. Der Einzige? Der Einzige, den ich sehe. Und der Gefährlichste. Oh. JD, waren das alle? Ja, fast auf den Kran so an, dass wir den Satelliten verbinden können. Hier ist noch Splittergranate, wenn du brauchst, bei der Overkill. Ah, wo, was? Direkt da bei der Overkill. Okay, warte mal, ist das nur eine? Es müssten immer eine. Zwei sein, ne? Das ist eine, aber eine, hier gibt es auch noch Brandgranaten. Brauchst du welche, sonst nehme ich diese Brandgranaten. Ja, ich hätte gerne Brandgranaten. Okay. Oh, Longshot, nice. Ich habe fast keine Muni mehr. Okay, das ist kein Problem. Ich gehe dir Muni organisieren. Ach, die haben schon da unten geparkt. Wir können da runter. Ja, wir müssen auch da runter. Oh nein. Oh, oh! Scharen! Scharen! Komm wieder hoch! Sie greifen an! Ausschalten! Feuer! Komm! Ich weiß nicht mehr, wie man die Granatlinsen macht. Das ist eher ungünstig. Das wäre jetzt nämlich gerade praktisch. Yeah, das wird knapp. Hey, ich weiß eigentlich, wie man die benutzt, aber sie funktioniert nicht. Ja, ich sehe dich, halte durch! Ich mich hat einer! Ich stehe doch mal! Ah, oh, eine Lebensbrände. Jetzt bist du tot. Ja. Ich weiß aber nicht von was. Ich auch nicht. Wie funktioniert denn die Granatlenze genau? Na, du ziehst mit der Granate und dann lässt du los. Hab ich gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Du musst warten, bis der Schrei blau ist. Bei mir war er immer rot.
Ja, dann kannst du gerade nicht. Ach so. Ja, es geht nur, wenn es strahlblau ist. Okay. Also wenn die auf einer Stelle knollen, dann ist es am besten. Okay. Oh nein! Scharen! Scharen! Sie greifen an! Ausschalten! Auf dem Weg! Hilfst du noch? Ja, alles gut. Ganz schön klein gemacht. Meinst du Atemboden finden? Ich hab keine Ahnung. Du bist tot! Haben wir einen Schwarm? Das war's! Einen haben wir. Der zweite macht es, glaube ich, auch nicht mehr lange. Nein, der ist auch schon klein. War er das? Noch nicht jetzt. Ja? Noch Egel. Ja, wie geschmiert. Kein Kommentar. Wir brauchen noch einen Schalter. Wie den anderen. Wir brauchen Munition. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich höre immer noch. Ich auch. Wie sieht's bei dir? Hallo? Entschuldigung. 101,64. Was ist das für eine Zahl? 1,64. Gut. Ich bin noch etwas verwirrt gewesen, weil das Geräusch immer noch da war. Ja, ich merke das. Oben war, glaube ich, nichts. Ich gehe mal gucken. Ich brauche irgendwas. Hast du gar nichts mehr, dann gebe ich dir ab. Doch. Ich habe aber auch nur noch so 166 Schuss. Ich habe meine ganze Sekundärwaffe, die Relikt-Talon, habe ich komplett leer geballert. Oh. Ich habe keine komischen Granaten mehr für die Lancer. Ich habe auch keine Granaten mehr. Ich habe fast keinen Argon-Bogen mehr. Okay, das heißt, wir brauchen dringend Nachschub. Ja. Jack, bring! Ich habe Moni gefunden, nämlich die schwebt noch rum. Ach, die ist noch geschwebt? Das ist sehr gut. Dann gönn dir die mal. Ja, willst du was abhaben? Ja, guck erstmal, wie viel da drin ist und dann teilen wir das einfach auf. Okay. Oh, 159 waren drin. Ah, oh, das ist doch gut. Ja. Dann kannst du mir irgendwie zwei Päckchen abgeben oder so. Wenn du herkommst, ich sehe sonst keine Kiste mehr. Nee, ich sehe sonst leider auch nichts. Hier hinten warst du da schon? Wo? Hier oben? Ja. Oh. Sind wir von hier gekommen? Nee. Das ist so ein kleiner, dunkler Raum. Wir sind von drüben gekommen, von der anderen Seite. Ja, wir sind doch vom Kran gekommen, ne? Ja, wir waren da drüben. Uff. Da gegenüber. Hallo. Ich sehe keine Kiste, gar nichts mehr. Schon was abhaben? Ja, gerne. Wie viel hast du? 2,46. 43. So, dann können wir wieder. Du hast einen Schuss irgendwo hingeballert. Wie, ich habe einen Schuss. Ach nein, du hattest noch 159 Munition bekommen. Ja. Jetzt ab nach Hause. Hätte ich jetzt hier schon kontrolliert? Ja. Was? Ach nö, dann bleibt's wieder hängen und dann. Nee. Jack, Schockfall.
diesmal als freiwillig geladen. Okay, alle Satelliten befestigt. Zurück auf den Kahn. Ab in den Hangar damit. Ich will ja keine Träume zerstören, aber wir sitzen hier fest, bis die große runde Tür offen ist. Die? Da oben ist eine Plattform. Wir müssen dorthin. Ganz ja. Wo? Alle an Bord. Da, da, links oben, glaube ich, müssen wir jetzt hin. Ah, hey, was, wenn Paddock recht hat? Er spart dieser Satelliten einen Fehler. Er hat recht, der Hammer ist gefährlich. Glaub mir, ich weiß das jetzt. Die Satelliten nicht zu starten ist gefährlich. Glaub mir, lieber eine Welt in Flammen, als die Welt, die Sie wollen. Wir bringen das Ding zurück zum Hangar. Um den Rest kümmern wir uns später. Ach, das war ja komplett falsch. Ich habe mich schon gewundert, was ich wollte eigentlich das Auge benutzen. Hier gibt's nichts. Außer ein Hebel. Keine Munition und nichts? Gar nichts. Jack, Impuls. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich auch nicht. Also Jack sollte Munition herstellen können. Das wäre cool. Stimmt, das wäre echt cool. Magst du am Hebel ziehen? Nein, ich trau mich nicht. Soll ich? Jack, ich mach schon. Wo ist denn der Hebel? Da hinten irgendwo? Da. Kann ich nicht markieren. Da, da, wo die fette Markierung drüber ist, meinst du? Versuchen wir es mal. Orange ist auch sehr unauffällig. Leute, das Taxi fährt los. Das Öffnen der Tür hat eine automatische Sequenz initiiert. Dann passen wir eben zu Fuß drauf auf. Ja. Wir müssen hier durch. Ja, denke ich auch. Etwas Hilfe. Kommt. Ich will keinen Sand, ich will Muni. Na los, die Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Hier gab es irgendwas. Guck mal, hier. Ein Bulldog. Ah, danke. Markzahl. Ja, aber die will ich nicht. Da, bleiben wir dran. Vorsicht, hier runter. Unter uns. Oh ja. Jack, schau mal. Oh, ich sehe dich. Warum gehst du runter? Oh, von hier aus treffe ich besser. Ab und? Zielt auf die Krone! Nein, Munition alle. Scheiße. Keine Ahnung. Okay. Na los, die Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Genau. Nicht unter die Treppe, auf die Treppe. Aber da gab's Muni. Was? Ja, bleiben wir dran. Ja, jede Muni muss mitgenommen werden. Und die wolltest du nicht mit mir teilen? Kann ich nicht. Du hast keine Bulldog, oder? Ja. Wow, wow. Das weiß ich doch gar nicht. Du hast eine Talon. Ist schon. Was du das? Nee. Wo ist denn der gleich runtergerutscht? Das weiß ich auch nicht. Ich komm zu aber dir. Aber aufgeräumt. Nein, ich komme nicht zu dir. Ich war zu dumm. Ich komm runter. Und die Elite-Drohne runter. Ach, Krabbler, Krabbler, Krabbler. Hoppa. Gemütlich oh, hast du es hier. Scheiße. Du bist okay. Komm zurück in Deckung. Ja, aber da kommen Magen rum. Immer noch? Ach, da hinten ist ein Silent. Warte mal. Ah, ja. Aber ich kann nicht, wenn du da bist, kann ich nichts machen.
Was denn? Er ist tot! Gut gemacht, Jack. Ich will auch mal schießen, Menno. Nein. Bitte überlass es den Profis. Also, warum machst du das überhaupt? Ist der Sion tot? Ja. Immer tot. Elite ist tot. Auf der Runde. Zielt auf die Drohne. Was war das für eine Granate? So schöne Sterne, eine Blitzgranate. Ah. Oh. Ist hier rechts schon down? Ich kann die von hier hinten. Erledigt. Cool. Ah, da gibt's noch eine. Die, ja, aber die ist weggekrabbelt nach links. Ich auch. Erledigt. Das war's. Na los. Zurück, ich hab noch 64 Schuss. Ich hab nur mit meiner Bulldog geschossen. Echt? Ich hab noch 240. Ja, ich hab leider keine Munition gefunden. Nee, gar nicht, gell? Nein. Weißt du, ich spart. Gut. Alles gut. Was? Hast du ein große. Hast du eine große Mut. Was? Was? Nati? Hast du gerade eine große Munitionskiste irgendwo gefunden? Nein. Was? Das ist genau der gleiche Ton, wenn man dich fragt, ob du irgendwas genascht hast. Nein. Ich habe noch eine kleine Kassette gefunden. Ich dachte mir, die kann ich mir gönnen. Ja, eben, habe ich doch auch gemacht. Und du beschuldigst mich hier wieder, ich hätte da weiß was ich was alles gesch. Ja, natürlich. Ja. Was denn sonst? Ohne ein bisschen Misstrauen im Team läuft es doch nicht vernünftig. Hm. Erst überall im Weg stehen und mir dann misstrauen. Im Weg stehen? Ich hab die einen nach dem anderen, bam, 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 und du die ganze Zeit, oh, ich kann leider nichts sehen, ich kann nicht mitschießen, oh, tut mir so leid, ich kann nichts machen. Oh. Leute, ich glaube, das wird unser letztes Koop. Ich glaube, ich verlasse das Team. Das Team. So, ich würde sagen, wir beenden einfach mal an dieser Stelle hier die Folge für heute. Bevor wir beim nächsten Mal zu den Satelliten gemeinsam zurückkehren. Mal gucken. Ach, die schwere Waffe hast du ja auch gesnackt, ja? Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.